Auf dem Kanal Nati F12 in Natis Bücherwelt. Heute gibt es wieder eine Rezension von mir und diesmal geht es um zwei Bücher, nämlich um eine Reihe und um Teil 1 und Teil 2. Über den zweiten Band werde ich euch nur meine Meinung sagen, aber nichts vom Inhalt verraten, weil ich euch da einfach nicht spoilern möchte. Über den ersten Teil möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Aber als erstes ein bisschen was über die Schriftstellerin selber. Ich spreche von Eva Maria Klima. Sie ist Self-Publisherin, das bedeutet, sie vermarktet ihr Buch selber. Sie hat sich das Cover selber überlegt. Natürlich hatte sie da Hilfe, aber sie hat selber entschieden, wie es letztendlich aussehen soll. Und ich finde, da hat sie mich wirklich sehr überzeugt. Das sind ganz, ganz tolle Cover. Ihr werdet es gleich sehen. Und ich bewundere Self-Publisher, die für ihr Buch so einiges tun, damit es einfach ein Erfolg wird. Eva Maria Klima hat mir ihren ersten Teil ihrer Reihe zugeschickt. Ich spreche von der Paris Night Reihe. Und das ist Band 1, Terrakon. Und Terrakon ist am 22. Dezember 2013 in den Handel gekommen. Es hat 338 Seiten. Und ihr könnt vielleicht schon erkennen, dass es relativ groß ist. Ich halte mal ein normales Taschenbuch daneben. Einfach, dass ihr mal seht, diesen Unterschied. Ja, da ist also um einiges größer und auch breiter. Was mir ganz toll gefallen hat, als ich das Buch ausgepackt hat, habe ich mich einfach dabei erwischt, wie ich immer so drüber streichelte. Es ist in so glänzend, ich denke, das kann man ganz gut erkennen und es fühlt sich total glatt an. Und das Cover, dieses Model, ich bin so überwältigt gewesen, es hat mir so gut gefallen, gefällt mir immer noch. Und ja, dann hat man hier so Ornamente. Also es ist wirklich, finde ich, ein gelungenes Cover. Beim zweiten Band steht ihm nichts nach. Auch hier ein so schönes Cover. Es ist das gleiche Model wieder. Und der zweite Teil heißt Marado. Er ist im September 2014 erschienen und hat 382 Seiten. Ja, ganz tolle Cover, völlig gelungen. Auch hier haben wir wieder diese glänzende Oberfläche und ich bin da also wirklich sehr begeistert von. Komme ich aber erstmal zu Teil 1. Ich habe es ja schon in meinem Monatsrückblick, einige von euch haben es gesehen, erwähnt, habe aber mich so zurückgehalten, was die Sterne betrifft. Erstmal ein bisschen was über den Inhalt. Hier geht es um Melanie. Melanie ist eine junge Frau, die so mitten im Leben steht. Sie studiert in Salzburg, lebt in einer schönen kleinen Wohnung und fühlt sich eigentlich trotz der Trennung zu ihren Eltern ganz wohl. Einzig immer wiederkehrende Albträume, oder eigentlich ist es immer wieder der gleiche Albtraum, der sie beschäftigt, macht ihr das Leben so ein bisschen schwer. Sie sieht im Traum, wie ihre Mutter eingetaucht in so einem violetten Schleier vor Schmerzen schreit und sie kann ihr nicht helfen. Und dann sieht sie ihren Vater, der auch völlig hilflos dasteht und ihrer Mutter aus dieser Schmerzattacke nicht befreien kann. Und Melanie erwacht aus diesem Albtraum immer sehr verschwitzt und fix und fertig und hat so eine innere Unruhe, weil sie gar nicht weiß, was bedeutet das. Und doch Melanie versucht, diesen Albtraum einfach abzutun, aber er beschäftigt sie halt immer wieder.
Jetzt ist es an diesem Wochenende, wo jetzt dann folgt, besucht sie ihre Freundin Sarah aus Innsbruck und da freut sie sich jetzt unheimlich drauf, das Wochenende mit ihr verbringen zu können. Und die beiden besuchen eine Bar. Und diese Bar teilt sich auf in normal und eben, ja, wie sagt man so, der VIP, die VIP, der VIP-Bereich, sagen wir es mal so. Und Sarah juckt es eigentlich in den Fingern, in diesen VIP-Bereich zu kommen, weil da scheint einiges los zu sein und ja, da sind halt einfach Leute drin, die Sarah besser findet, wie die im normalen Bereich. Und Melanie versucht sie da zwar abzuhalten, aber schließlich sprechen zwei junge Männer die beiden an und laden sie in den VIP-Bereich ein. Melanie ist erst etwas vorsichtig, will da eigentlich gar nicht hin, aber Sarah tut alle Vorbehalte wegwischen und folgt diesen beiden jungen Männern in den VIP-Bereich und so muss Melanie ihnen halt auch folgen. Melanie bleibt also nichts anderes übrig, als mit in den VIP-Bereich zu gehen. Doch irgendwie hat Melanie dann ein ganz komisches Gefühl. Fast schon so ein ängstliches Gefühl, als sie dann dort an den Tisch tritt. Sie spürt, dass hier irgendetwas nicht stimmt, kann aber einfach noch nicht genau einschätzen, was das ist. Und sie beginnt sich dann jedoch bald etwas wohler zu fühlen, zumal einer der jungen Männer, nämlich Michael, überaus attraktiv erscheint. Und nach kurzer Verzögerung ist er auch sehr nett zu ihr und nimmt sich ihrer an. Was Melanie allerdings nicht weiß, ist, dass die Männer um den Tisch herum keine wirklichen Menschen sind und dass Melanie viel mehr mit ihnen gemeinsam hat, als sie denkt. Beziehungsweise auch, als ihr lieb ist. So, mehr möchte ich euch nicht verraten. Also es handelt sich bei dieser Reihe um einen Fantasy-Roman, um eine Fantasy-Reihe. Und es ist ein Fantasy-Roman, in dem sehr viele Dinge vorkommen. Zum einen Drachen, Vampire, was noch? Ich bin am Überlegen. Also es gibt unheimlich viele Wesen in diesem Roman, die da drin vorkommen. Es ist aber trotzdem nicht man ist nicht überfordert. Werwölfe gibt es auch noch. Also ganz verschiedene Gestalten. Und Melanie soll nun einer dieser Gestalten, welcher, verrate ich euch nicht, zu welchem sie gehört, das müsst ihr selber lesen. Es handelt sich also bei diesem Roman, bei dem ersten Band, um den Debütroman von Eva Maria Klima. Mir ist hier aufgefallen, dass der Schreibstil oft sehr holpernd und dann aber wieder sprunghaft ist. Sie springt quasi von einer Szene in die nächste, ohne einen wirklichen Übergang zu schaffen. Das hat mich beim Lesen ab und zu mal wirklich gestört, weil ich gedacht habe, huch, wie kommt Melanie denn jetzt an diese Stelle? Die war doch gerade noch woanders. Also das war einfach so ein Mango, wo mich so ein bisschen gestört hat. Man musste also ständig bei dem Lesen mitdenken und sich teilweise auch selber so diesen Übergang gedanklich selber schaffen. Dann waren einige Schreib- und Satzfehler in dem Roman zu finden. Und deshalb, das war einer der Gründe, warum ich am Ende des Buches keine Sterne vergeben habe. Weil ich einfach wissen wollte, wie, es war der Debütroman von Eva Maria, ich wollte wissen, wie tut sie sich weiterentwickeln. Da komme ich aber später dazu. Dann zu den Charakteren. Die Hauptprotagonistin Melanie war mir eigentlich gleich von Anfang an sehr sympathisch. Sie widersprach sich sehr oft selber. Teilweise war sie
wirkte sie sehr selbstbewusst und ja, dass sie so mitten im Leben steht. Und auf der anderen Art hat sie nie wirklich was hinterfragt. Also alles, was in dem Buch geschieht, hat sie einfach so hingenommen. Sie hat nie gefragt, warum sie eines dieser Wesen sein soll und was für ein Wesen sie letztendlich auch ist. Das plätscherte einfach so hin und das hat mich ein bisschen gestört. Und dann war da eben noch Michael, den jungen Mann, den sie da eben in dem VIP-Bereich kennengelernt hat. Der wirkte für mich immer sehr suspekt. Ich wusste nie, meint das jetzt ernst mit Melanie oder spielt er nur oder sind da andere Gründe dahinter, warum er sich mit Melanie anfreundet? Das machte ihn für mich auch wieder interessant, aber wie gesagt, ich wusste halt nie, ja, seine Gefühle wurden eigentlich nie richtig, richtig offen dargestellt, dass man sich wirklich sicher war, empfindet er wirklich so viel für Melanie. Ja, mein Fazit zum ersten Roman ist, ich habe mich sehr auf das Buch gefreut und wie gesagt, das Cover war traumhaft oder ist traumhaft, als ich es ausgepackt hat. Die Geschichte selber ist eine ganz, ganz tolle Idee von Eva Maria Klima, wobei ich ja einfach der Meinung bin, das habe ich auch schon gesagt, es passiert so viel in diesem ersten Teil. Und ich finde, man hätte daraus schon zwei Teile schreiben können. Einfach um die eigentlichen Szenen, die da eben immer wieder ganz schnell hintereinander geschehen, etwas mehr ausbauen zu können, das Ganze ein bisschen mehr Gefühl auch reinzustecken. Das hat mir an dem ersten Teil, hat mich etwas gestört, dass einfach so viel passiert und immer ganz schnell hintereinander und mit was Melanie da alles umgehen muss, was sie da erleiden muss, wie sie von einer Szene in die andere geschubst wird. Das geht teilweise so schnell und ich finde, da hätte Eva Maria Klima einfach schon einen zweiten Teil draus machen sollen, das Ganze dafür etwas mehr ausbauen. So im Nachhinein, nachdem ich jetzt auch den zweiten Band gelesen habe, gebe ich dem ersten Band 3 gute Sterne, weil wie gesagt, die Idee ist hervorragend, sie hat es auch toll umgesetzt. In dem ersten Teil, wie gesagt, entdeckt man so ein paar Schreib- und Satzfehler und nochmal, es ist mir einfach zu vollgepackt in diesen 338 Seiten. So, beim zweiten Band war es dann so, den habe ich von Eva Maria Klima als Word-Datei zum Testlesen bekommen. Und ich habe mich da unheimlich drauf gefreut, weil es ist natürlich etwas Besonderes, als Testleserin ausgewählt zu werden und ja, einer der Ersten zu sein, der diesen Roman liest. Ich werde euch vom Inhalt jetzt hier gar nichts erzählen, weil da würde ich zu viel spoilern. Er geht recht übergangslos rüber, das fand ich toll. Und der Schreibstil hat sich gegenüber dem ersten Teil Terracon unheimlich gesteigert. Eva Maria Klima hat die Übergänge, die ich ja im ersten Teil bemängelt habe, diesmal sehr ja, wirklich gut ausgebaut. Man merkt deutlich, dass Eva Maria Klima unheimlich viel von ihrem ersten Teil gelernt hat. Und Melanie ist mir nach wie vor sehr sympathisch. Sie muss auch in diesem zweiten Teil unheimlich viel durchmachen und durchhalten. Und ja, da ist eben, das kann ich auch ruhig erzählen, der Drache Kaideusch, und der wurde mir im zweiten Teil nun immer sympathischer, ein toller Charakter, ein toller Drache. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit dem zweiten Teil der Paris Night Reihe
hat Eva Maria Klima mich wirklich überrascht. Wie gesagt, ich durfte den Roman als Word-Datei, als Testleserin auf meinem PC lesen und wurde diesmal unheimlich schnell in die Geschichte reingezogen. Zwischenzeitlich fand ich auch da in der Word-Datei immer wieder so ein paar Satzfehler, die jedoch mit dem Dialekt der österreichischen Schriftstellerin zu tun hat. Und wir haben oft, wenn wir dann über Skype darüber gesprochen haben, was ich entdeckt habe, was für mich als deutsche Leserin einfach schwierig zu verstehen war, da haben wir dann drüber gesprochen, haben oft gelacht über den Unterschied der österreichischen und der deutschen Sprache. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich nun dieses Buch diese Woche geschickt bekommen habe und entdeckt habe, dass Eva Maria Klima so einige Dinge, die ich beim Testlesen für mich als deutsche Leserin nicht in Ordnung fand, auch verbessert hat. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das hat einfach für mich, ich saß sehr lange an dem Testlesen, es waren über 500, ich glaube 540 Word-Dateiblätter. Und man liest es ja dann auch sehr konzentriert, weil man eben auf Schreibfehler, Satzfehler und so weiter achtet, Komma und was nicht alles. Dann strengt es natürlich umso mehr an, so ein Buch zu lesen. Und dann habe ich mich jetzt gefreut, als ich gesehen habe, Mensch, sie hat so einiges dann auch übernommen und so ein bisschen der deutschen Sprache angepasst. Das fand ich ganz toll. Letztendlich habe ich eine deutliche Steigerung der Schriftstellerin entdecken können. Es gibt jedoch leider einen Sternabzug. Einfach, da mir in dem Roman, wie auch schon im ersten Teil, Melanies Gefühle gefehlt haben. Melanie nimmt alles so hin. Sie hinterfragt nicht, warum sie das ist. Sie hinterfragt nicht, was ihre Eltern damit richtig zu tun haben. Und das hat mir gefehlt. Die Gefühle mit Michael oder auch Michaels Gefühle zu Melanie waren nie richtig deutlich. Ich war immer so schwankend. Ist das jetzt wirklich, sind das jetzt echte Gefühle? Also ich finde, da hat Eva Maria einfach noch so ein Mango, diese Gefühle besser ausdrücken zu können, die die einzelnen Protagonisten haben. Deshalb gibt es eben diesen einen Punkt Abzug und dann kommt noch dazu, dass auch hier in dem zweiten Teil wieder sehr, sehr viele Abenteuer auf Melanie warten, die fast für mich schon wieder zu viele Abenteuer waren, genau wie beim ersten Band auch. Trotzdem freue ich mich unheimlich auf den dritten Band. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ich kann für jeden Fantasy-Leser, jeden Fantasy-Fan diese Paris Night-Reihe wirklich empfehlen. Man denkt zwar, ach Gott, wieder Vampire, Werwölfe. Aber es kommen so viel andere darin noch vor. Und die Vampire und Werwölfe spielen eigentlich schon eine wichtige Rolle, aber also ihr müsst es nicht denken, ach, ist wieder so ein typischer Vampirroman. Nein, überhaupt nicht. Also es sind einfach viele Fantasy-Gestalten, die in diesem Buch mitspielen und trotzdem ist es für mich was ganz anderes, was Eva Maria Klima sich hier überlegt hat. Und ich freue mich wirklich über wenn ich den dritten Teil lesen darf. Und ich empfehle euch die Bücher. Es gibt jetzt für den zweiten Teil 4 von 5 Sterne, aber 4 sehr gute Sterne. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass Eva Maria Klima sich hier unheimlich gesteigert hat. Ich war schnell in der Geschichte gefesselt. Sie hat die Übergänge viel, viel besser ausgearbeitet, wie jetzt in Teil 1. Und deshalb 4 von 5 Sterne. Ich bin gespannt, wie der dritte Teil wird. Ich empfehle euch die Reihe, lest sie. Sie kosten übrigens, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, das wollte ich euch nämlich auch noch sagen, was diese Bücher im Handel kosten. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal, ich gucke jetzt mal schnell bei Amazon, weil da gibt es die nämlich.
Dann kann ich euch genau sagen. So. Genau, also Teil 1 Terracon kostet als Kindle-Edition 2,99 Euro und als Taschenbuch 11,69 Euro. Und der zweite Teil Marado kostet als Kindle-Edition 3,99 Euro und als Taschenbuch ebenfalls 11,69 Euro. Ganz tolle Bücher, wenn die im Regal stehen, sehen die einfach klasse aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr Eva Marias Klimas Bücher euch holen würdet, lesen würdet und wenn ihr mir dann in die Kommentare unten reinschreibt, wie sie euch gefallen hat. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch schon gelesen und ist der gleichen Meinung wie ich oder auch eine andere. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr dazu schreiben möchtet. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.